Ahoi Piraten, willkommen zurück zu Let's Play Orcsmus 3. Warum lässt du mich dich nicht lehren? Das hat der alte Mann auch immer gesagt. Ich werde mich an deinem Herzen laben und in deinem Blut baden. Das sagte er auch. Zumindest wenn er betrunken war. Ich bin fertig mit dir. Du wirst nie erfahren, welche Freuden wir zusammen erlebt hätten. Hui, na das hat er allerdings nie gesagt. So. Schön, dass man ins Mikrofon reingepustet. Ja, willkommen zurück zu Let's Play Orcsmus 3, wie ich schon gesagt habe. Neues Level, neues Glück. So, Moment, ich muss noch hier diese netten Gesellen mitnehmen. Wie machen wir das denn? Die Flieger kommen hier rein. Das bedeutet, ich würde erstmal hier oben. Oh, diese Autoballiste, die sieht ganz interessant aus. Was mache ich hier? Die stelle ich hier hin? Nee, wie ist denn... Wie funktioniert denn das? Gut. Alles klar. Das ist nicht irgendwie sonderlich. Da muss ich nochmal gucken gleich. Ich würde erstmal sagen, wir machen hier... Eins. Zwei. Und ich gehe davon aus, dass die... Oh, fuck. Was runterfallen. Ich gehe davon aus, dass die synchron rauskommen. Was bedeutet, wir müssen hier oben. Da haben wir schon zwei Bogenschützen. Dann machen wir. Bereit, einen dahin. Zu folgen. Noch bereit, einen hier. Eurem Geheiß zu folgen. So ein Wächter wäre ganz cool. Hier haben wir zwar schon einen. Aber Moment mal. Wie gehen denn die Idioten? So, ich mache einfach mal hier Bodenfallen hin. In der Hoffnung. Warnung. Kann tödlich sein. Man ist natürlich auf beiden Seiten synchron. Synchron. Das dürfte so nicht gewesen sein. Obwohl, eigentlich nicht. Jo. Ja, ist viel Scheiße hier, wa? Natürlich ein bisschen kacke. So, wie ist das? Wie funktioniert das jetzt hier? Will ich doch mal gucken. So, die kommen da raus. Das bedeutet, wir könnten theoretisch hier so ein Gerät hinmachen. Das wird klasse. Ja, eigentlich müssten die denn ja von hinten weggebetzt werden. Weggebetzt, sag ich, Alter. Was ist los? die müssten ja nicht jetzt von hinten getroffen werden. Komm ich hier? Nee, schade. Haben wir es ganz auf der anderen Seite auch noch einmal. Deutet hier denen. Scheiße, reicht nicht mehr. Dann machen wir einen Bogenschützen. Hier. Wo eigentlich die Zwille steht. Nennt mir ein Ziel. Nein, wieder raus. Genau, ich hatte recht. Geht auf beiden Seiten los. Allerdings bin ich auch schon mal relativ im Vorteil. Okay, die Paletten auf dem Boden sind auch relativ gut gesetzt. Fuck. Und jetzt die Tür. Och, Kinas. Was muss das sein? Toll, jetzt sind die... Mein Gott, wie ist hier schon wieder los? Was ist falsch bei denen? Ich muss, die Soldaten hier, da sind sie. Ich bin bereit. So, jetzt habe ich hier Armbrustschützen. Komme ich da vielleicht rüber? Ja, ich komme jetzt mal rüber. Ich habe eine Idee. Ich mache hier eine Barrikade vor, dass sie dann da rüberlaufen müssen. Das wird... Ach, geht ja gar nicht. Ach, scheiße, Mann.
gar nicht mehr genug Geld für. Ist, dass ich hier überall durchlaufen kann. Vor allem werde ich das auch gleich wieder holen. Ist der andere gefallen gerade, oder? Ne, der andere lebt noch. Pass auf, schießen die eigentlich von hier oben? Ah, jetzt kommen da eh welche durch, das heißt, ich kann mir hier. So, ich stelle mir hier noch einen. Noch einen netten Kollegen hin. Einfach Orks dazugeben und pürieren. Ich hoffe, die fliegen hier lang. Ja, doch. Okay, das ist unglaublich. Alles klar, das hier ist gut verteidigt. Möchte man sagen. Das hier unten allerdings gefällt mir gar nicht. Kann ich eventuell, warte mal, Nummer 6, hier direkt schon Orks wegschmeißen. Geht, ne? Ja, doch. Okay, mal gucken. Dann mache ich mir hier noch eine Platte hin. Dass ich halt die Orks darüber locke. Das geht natürlich nicht. Und hier mache ich hier mir ein Paladin hin. Der dann hier meine Bogenschützen beschützt tut. Und die Orks dann beim Angriffsversuch scheitern werden. Dann kommen direkt da oben auch noch wieder weg. Och, Dreck. Und das ist immer so ein, ja, so ein jämmerlicher Oger. Den ich mal eben. Kleine Attacken ausmacke. Der Paladin ist auf jeden Fall da und hilft mir. Zack. Der andere hat mir auch eine Goldmünze. Ah, sehr schön. Der hat mir auch eine Goldmünze gebracht. Die habe ich gar nicht gesehen. Pass auf. Erstmal. Warte mal, ich muss. Warte mal, kann ich hier so eine Keule an die Decke? Och, geil. Oh, super. Dann schwingt die hier schön durch. Wer ist denn nochmal? 1500, sagst du. Oh, da hier kommen ein paar Männer. 1500, da kommt hier auch noch eine Keule rein. Und dann geht's ab. Ein paar fliegen auf jeden Fall schon mal raus. Ich muss hier mal just drüber. Der Paladin hier hat's im Griff. Und fertig ist die Laube. Ich hätte. Warte mal. Jetzt auf die andere Seite nochmal hier eine Keule machen. So. Und hier wäre noch so eine Keule. Weil die ja eher durch müssen. Ich habe eine Idee. Schießt die da oben eigentlich jetzt? Er schießt überhaupt nicht, das Teil. Das ist doch Bullshit. Was soll das? Ich häng das gleich mal hier oben hin. Der backt hier rum, Alter. Wo denn bitte? Ach, da oben. Wir sind die jetzt nicht Spaß, wenn man hier oben kommt. Gut. Hier oben wäre noch ein Bogenschütze ganz angebracht. Vielleicht sogar noch ein zweiter. So, jetzt will ich aber mal gucken. Acht muss an der Decke angebracht werden.
glaube, ich mache den hier hin. In der Hoffnung, der trifft und schießt auch. Jetzt habe ich die Keule verkauft, Alter. Das ist nicht verarschen. Hier kommt noch einer hin. Das wird Sie überraschen. Auf der anderen Seite tun wir es genauso. Ach, habe ich schon. Ja, warte mal, hier muss noch einer. Ich hoffe, das klappt, Wengel. Können wir hier noch? Das wird ein Spaß. Jo, das geht auch noch. Das wird jetzt nicht so useful, aber ein bisschen klappt's. Hoffentlich. Ich schieße es mal direkt hier oben. Okay, bringt mir nichts. Und wie jede herzliche Runde mit dem Ogre eröffnet oder was? Den kriegen dann meine Bogenschützen auch down. Der Fettwanz erstmal die Treppe runtergerollt. Kann theoretisch hier noch ein paar hinbauen. Das war's dann aber auch. Anders machen wir es nochmal ähnlich. Ach, kein Money mehr. Kein Money mehr auf Tasche, ey. Ich schwör, was schon los. Schießt das Ding jetzt überhaupt? Ich werde nicht. Ich sollte mal hier irgendwie Bogenschützen stellen. Ha, was sehe ich denn hier? Perfekt für ein Pal für einen auf beidseitigen verteidigenden Paladin. Der hat mehrere Bogenschützen gemacht. Oh, geil. Oh mein Gott. Na gut, jetzt wäre hier. Sollte man nächstes Mal die Karte nochmal komplett angucken. Weil hier wäre so ein. Wie heißt er denn? Gerade voll vergessen, wie er heißt. Ja, wie heißt denn das Vieh jetzt? Also genau, so eine Kiste da. Scheiße. Sind überhaupt schon welche im Spalt? Ich glaube, ist nicht mal jemand im Spalt reingekommen. Ganz genau. 1, 2, 3, es gibt Kredite. Hopp. Dann nehmen wir uns jeweils zwei Bogenschützen. Vielleicht hier noch zwei hin. Und dann können wir noch schön zwei Paladine errichten. Fick dich, Höchstgrenze von Waffen erreicht. Ich meine natürlich Wachen. Etwas Feines für dich. Machst du jetzt hier runterkommen? Ich weiß nicht, schießt es genau drüber oder passt? Trifft das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, dass die trifft. Wir machen mal Go. Oh, Moment, ich könnte doch hier noch ein paar. Ja, kann mal einer. Dankeschön. Ein Paladin ist gefallen. Ach komm, die Phrase. Hat meine Keule nicht zugeschlagen oder was sagst du? Ich könnte natürlich. Ein Bogenschütze ist gefallen! Hä? Wo?
da hinten. Mir gefällt das. Da stand. Okay, das ist natürlich blöd. Dort war natürlich blöd. Oh, ups. Hier ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Ach, warte mal. Ich hab doch, hier. Ja, das nehmen wir. Ihr habt richtig entschieden. Und annehmen. Ich nehme, was ich kriegen kann. Ein Bogenschütz ist außer Gefecht. Habe ich echt scheiße gebaut jetzt. Aber immerhin habe ich die Flammen am Brust, die mir dann doch ein bisschen Schaden ermöglicht. Und hier wäre cool, wenn ich komplette Kiste instelle, dass dann Nicole einfach mal so Bombs. Alle tötet, das wäre cool. Da hinten sind direkt noch welche gestorben. Da schneide ich nochmal just die Goldmünzen. Den Trank nehmen wir auch mit. Dann. Dauer von Frostfüllung, Winkel habe ich beides nicht. Und meine Fortung. Tötet sie alle! Das kommt später. Okay, ich glaube, die Zwille da oben macht One-Hits und schießt dafür ein bisschen langsamer. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Noch die andere zu switchen. Ich hoffe, die fetten Viecher da oben werden alle runtergeholt. Okay, nein, wahrscheinlich nicht, wie es aussieht. Moment, ich könnte noch da oben noch eine Zwille anbauen. Ach nee, geht ja nicht. Stimmt, habe ich schon vorhin geguckt gehabt. Stirb. Wo denn bitte? Wahrscheinlich, ja doch, das sind die hier. Dreck. Oh, das war knapp. Das war natürlich knapp. Ich kann nicht zufällig hier noch irgendwie, nee, aber ich kann. Okay, das ist natürlich nicht sehr... Warum kann ich denn hier in der Mitte keinen bauen? Was soll das denn jetzt? Ich glaube, die bekommen hier keinen Schaden reingedrückt. Sollte ich hier direkt machen? Dreck. Mist. Hervorragend. Jetzt habe ich das hier voll und ich habe noch genug Geld und. Okay, wir sind jetzt aber in der letzten Welle. Ich würde aber doch ganz gerne noch. Wir machen das anders. Wir geben das ganze Geld in Fallen aus. Hopp, hopp, hopp. Das wird kein bisschen hopp. Wehtun. Und hier nochmal ein paar. Hopps, hopps. Kann tödlich sein. Geld. Ich muss es ja irgendwie weggehen, das Geld. Also. Ich will es ja gar nicht, aber muss ja. Ja. Ja, das hatten wir gerade gekauft, dass die. Schüsse da natürlich noch ein bisschen mehr Schaden machen, was mich ja sehr erfreut. Ja. Gut, das war glaube ich doch eine gute Idee, die Armbrust zu kaufen. Weil wir hier gar nicht so. Okay, man könnte diese Stacheln noch auf dem Boden bauen. Sehe ich gerade, aber. Ist egal. So viel geil Geld. Hier sind noch überall Goldmünzen. Oh, wir haben gewonnen. Das war easy. Easy Runde, Bruder. Ich würde sagen, Freunde, dann war's wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, Moment, jetzt muss ich mal was gucken. Ach, wir haben den schon verbessert. Dann nehmen wir die Keule zum Verbessern, oder?
Die hat uns schon mal ganz guten gute Ehren erwiesen. Musste nicht mehr zurückgesetzt werden. Okay. Geil. Dann würde ich sagen, Freunde, noch einen schönen Tag. Haut raus. Bis zum nächsten Mal. Kai. Ciao, ciao.